Die neuen Glücksmobile sind da. Sind sie nicht schön? Ein brandneues Design auf Citroën, was wir hier sehen. Glücksmobil, man bekommt sehr viel Wohnmobil fürs Geld. So viel kann ich euch sagen. Wir sind beim Grundpreis von unter 70.000 Euro. Und das werden wir uns gleich mal ganz genau anschauen. Ein großes Alkohol-Modell mit viel Stehhöhe und einer ganz neuen Optik. Ja, was also vorher rund war, vielleicht nicht so toll, das ist jetzt eckig, designmäßig auf dem Stand der Zeit von heute angekommen. Das sieht man hier sehr schön. Also die Form geht relativ schnell nach oben und sie hat auch nochmal ganz klare eckige Züge, was im heutigen automobilen Bau natürlich ganz wichtig ist. Keine fließenden Formen mehr, die an sich ja gar nicht schlecht sind für die Aerodynamik, aber das Ganze muss natürlich auch zeitgemäß sein, wie man es hier sieht auf Citroën. Und heute eigentlich regnerischer Tag angekündigt. Besonderheit hier auch noch, Bedienpanels fehlen teilweise. Hat aber nichts damit zu tun, dass sie eventuell gestohlen worden sind, sondern da ist natürlich das neue Truma Bedienfeld mit drin. Und es kann sein, dass das noch nicht lieferbar war. Aber wir schauen uns das trotzdem an. Licht habe ich mitgebracht. A75 SL von Glücksmobil. Ja, wir sind bei der Firma Glück im Freistaat in Sulzemoos. Das sind die technischen Daten. Der Basispreis 68.399 Euro. Alles dabei, also hier mit Vollausstattung 76.752 Euro und 165 PS. Ja, da geht wirklich die Post ab. 7,39 Meter, also ein großes Wohnmobil mit einer Höhe von 3,09 Meter. Gesamtgewicht 3,5 Tonnen und einer Zuladung von 550 Kilo. Also mit zwei Personen gar kein Problem. Aber denkt dran, es soll ja die große neue Führerscheinnovelle kommen. Sie wurde ja am 1.3. verabschiedet, muss noch in nationales Recht umgewandelt werden. Dann könnte man mit 2 Jahren Berufserfahrung, also Fahrerfahrung mit dem B-Führerschein, denn auch die 4,25 Tonnen fahren. Und das Thema Auflastung mit Luftfederung und Co. sollte dann kein Problem sein. Radträger am Heck, das Ganze ist bereits schon vormontiert. Und auch hier sieht man eine GFK-Seitenwand, hier in dem Fall GFK-Heck und GFK-Dach. Markise ist montiert, ein schöner Heckleuchtenträger, der hier mit drauf ist. Glück, Freizeitmarkt in Sulzemoos. Hier gibt es nämlich die Fahrzeuge, die wir gefilmt haben und die witzigerweise wirklich durch die Decke gingen, was also das Thema Abrufe anging. Also hier sieht man auch noch Parksensoren an der Seite. Ich gehe mal kurz auf die andere Seite, zeige euch das auch nochmal von der Seite. So sieht's aus. Aufgebaute Fenster in dem Fall, Gardinen mit drin und sehr viel Stehhöhe. Das werden wir gleich mal erfahren. Wir gucken in die Garage rein. Habe ich für euch schon mal vorgeöffnet. Und auch hier viel Platz. Das TV-System ist bereits installiert. Hier in dem Fall ein Karatec Vision LED-TV eingebaut. Und nochmal an der Seite Stauraum, jede Menge Fächer mit drin, die auch beladen werden können. Zoösen hier an der Seite und hier unten nochmal. Und das Schöne ist, eine kleine Elektrobox um die Ecke, die ist hier montiert. Da habe ich dann nochmal 120 Watt Ausgang und hier oben 230 Volt auf dieser Steckdose. Das ist die Kurbel für die Markise. Dahinter verbirgt sich der Wassertank, der ist hier zu sehen. Und das Ganze steht auf einer Luftheizung und Warmwasserheizung. Hier ist der Einlass für das Frischwasser. Tank haben wir dahinter gerade eben schon gesehen. Und ein Absorberkühlschrank hier eingebaut. Also da macht man auch nicht so viel falsch. Gute Aufbautür mit Fenster. Das Ganze klingt auch gut beim Zuschlagen. Also ich habe, ja, so muss es klingen. Und eine echt nette Beschriftung. Also ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das Ganze ist hier grau, schwarz beschriftet, Aufbautür von Lippert, einer der größten Hersteller aus dem Bereich. Ja, das Design relativ holzlos. Wenn es ein bisschen schräg ist, wundert euch nicht. Wir stehen ein kleines bisschen schräg hier. Wir haben ein dunkles Holz hier drin, kaum noch zu erkennen als Holz. Also wirklich sehr schick mit ganz hellem Holz im Möbelbau und
grauen Polstern hier mit eingebaut. Das Ganze im typischen Alkovenschnitt. Das heißt, das Bett lässt sich hier auch nochmal anheben. Hier habe ich einen Rausfallschutz hier vorne. Der ist hier vorne montiert. Und eine riesen Bettfläche. Ganz vorne Privacy, Verdunklung. Das seht ihr, es geht also von unten nach oben, kann hier verdunkelt werden. Das Citroën-Fahrerhaus mit großen Navigationssystemen von Sony, einer Rückfahrkamera hier mit dabei und ein Sitz ist bereits schon gedreht, zwei Drehschemel in dem Fall. Das heißt, hier kann also nochmal komplett gedreht werden. Auch die Seiten sind problemlos verdunkelbar. Also die neuen Modelle, 23er Modelle, die haben es wirklich in sich. Und das Ganze bieten sie übrigens auch an hier von der Fahrschule Bruckmeier Klasse C1, das heißt bis 7,5 Tonnen in 6 Tagen. Ich denke, wenn aber die 4,25 Tonnen kommen, das wird für viele dann schon mal eine richtige Lösung sein, dass man also nicht mehr überladen in den Urlaub fährt. Auch die Schränke haben sich komplett verändert. Alles Neue macht der Merz. Und hier sieht man auch Gasdruckfedern mit drin, also ganz hochwertig verarbeitet, jeweils zwei große Scharniere, auch hier Rausfallschutz. Ich hoffe, ihr könnt das sehen hier an der Seite. Also es kann also nicht direkt rausfallen. Das ist mit integriert. Und noch eine kleine Sitzbank auf der Seite. Fernseher genau an der richtigen Position. Da hätte ich ihn auch montiert, denn wir haben ja kein Hubbett hier, was irgendwie dazu führen würde, dass der Fernseher an der Seite dann noch benötigt würde fürs Hubbett. Und hier nochmal das Alkovenbett. Küche. Auch hier auch alles neu. Wir haben ein Dometic-Kochfeld hier mit drin. Mit drei Flammen und Piezo-Zündung. Also ein richtig großes Kochfeld. Auch hier alles schön verarbeitet. Also hier die Fugen, da sind noch so Fugenelemente mit eingelassen. Das Ganze hier ist nochmal hinterfüttert. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen. Denn es ist natürlich hier grau. Also richtig schönes Design. Ein Metallwasserhahn hier mit drin, wie zu Hause. Und Spülbecken mit Schneidebrett, das ist auch hier integriert. Ja, Sitzplätze insgesamt hier 4 Stück. Ich denke auch zum Thema Zuladung ist das hier das Optimale. Also großes Fahrzeug, knapp über 7 Meter mit des deutschen liebsten Grundriss, längs Einzelbetten, Kühlschrank von Tedford hier auf der Seite mit Gefrierfach mit drin und großer Getränkeschublade, die ist unten mit eingebaut und viel Platz, um noch andere Dinge in der Tür zu versehen. Truma Kombi Bedienfeld und ja, hier fehlen im Moment die Bedienteile, aber das kann passieren, wenn die Fahrzeuge noch ganz neu sind, je nachdem was kommt. Die Sattanlage hier, Fernseher ist an der Stelle vorgesehen gewesen, verbaut ist er aber rechts neben dem Eingang. So, wir gehen rein. Hier hat man die Liegeflächenerweiterung bereits montiert. Sie ist also hier drunter. Das Ganze kann dann auch eingeklappt werden, relativ einfach, sodass der Zugang sehr bequem dann über die Einzelbetten erfolgt. Und gucken, ob ich das so mit einer Hand hinkriege. Ich sage mal, wenn es mit einer Hand geht, dann ist es gut, funktioniert. Und das ist dann der bequeme Aufstieg, den man hier bei dem Bett hätte, wenn das Mittelteil nicht montiert ist. Hier drunter noch zwei Schränke. Hier schauen wir mal kurz rein. Da ist auch das Sony, das AV, nee, das AX8150 ist hier verbaut. Und hier kann man sehr schön sehen, also viel, viel Platz hier in dem Schrank nochmal mit eingebaut. Ähnlich viel Platz auf der rechten Seite. Und das geht sogar noch weiter durch mit einem großen Staufach. Mein Tipp ist immer bei diesen Schränken ganz klar Euroboxen verwenden zur Befüllung und diese Boxen am besten stapeln. Könnt ihr sehen, bei Illo und Mops haben wir ein Video gemacht, wie sie einen Etrusco bis zum Anschlag beladen haben. Das funktioniert wirklich gut. So, und das drücken wir mal für die Optik ein bisschen runter. Sieht ein bisschen schicker aus. Kissenset dabei. Gardinen auf der Seite und die Vereinzelung hier bei dem Modell erfolgt über diesen schicken Vorhang. Auch der ist ordentliche, schwere Qualität, schön auch genäht. Geht hier zur Seite rüber, hier ist noch ein Heki mit drin.
kleines Hebe-Kippfenster mit eingebaut und die Dusche mit fester Duschabtrennung hier mit drin. Und hier würde ich mal schätzen, ja, sie geht nach außen auf. Bereits montiert die Handtuchstange hier. Und sehr viel Platz zum Duschen. Also Stehhöhe hier in der Dusche locker über, ja, so 1,90 Meter, 1,95 Meter, wenn man die Stange rausnimmt, wahrscheinlich auch darüber. Also selbst für größte Personen kein Problem. Lichtsteuerung in der Dusche, ganz oben ist ein kleiner Schalter mit eingebaut. Auch daran hat man gedacht. Ja, das Ganze kann zu einem Raumbad verändert werden. Also ich zeige euch das mal. Linke Seite ist die Dusche. Darunter ist da noch ein bisschen Staufach im Boden drin und rechte Seite die Toilettenanlage. Und wenn ich hier schließe, dann habe ich mein Raumbad mit Toilette, Waschbecken und einem schönen Schrank. Ja, hier außen sieht man auch die Befestigung der Markise. So wird das Ganze von innen dann befestigt. Und hier hat man normalerweise auch noch die Möglichkeit, dann Dinge aufzuhängen oder ein Netz einzuspannen. Von Tedford ist die Kassettentoilette. Auch hier haben wir Umrüstkits gezeigt in 15 Minuten zur Trenntoilette mit einer bereits vorhandenen Tedford. Das funktioniert mittlerweile. So, also Schränkchen hier drunter und das Besondere hier an dem oberen Schrank, das wird man gleich mal sehen, der kann üblicherweise, das müsste eigentlich hier auch sein, geöffnet werden. Dahinter ist eine 230 Volt Steckdose. Und jede Menge Verbinder, Vollkorpusmöbel, das heißt auch hier sieht man nicht irgendwelche Wände, sondern alles ist innen nochmal komplett verkleidet. Und hier ein Mikroheki, kleines Hebefenster, vollkommen ausreichend für die Toilette. Und wenn ich dann auf Toilette gehe, schließe ich einfach hier komplett und habe dann die Möglichkeit, mich komplett zu vereinzeln. Schönes Fahrzeug, mir hat es gefallen. Vielleicht noch ein kleiner Blick in einen Schrank. Und in die Schränke von der Küche. Oben ist die Saatanlage mit eingebaut. Und hier haben wir jede Menge Stauraum, der noch in der Küche auch hier innen auch nochmal furniert. Das macht einen sehr schicken Eindruck. Und das Fach für Fernbedienung und Besteck. Wie gesagt, Fernsehanlage von Karatek. Schönes Modell, muss man den Alkoven allerdings mögen. Ich finde ihn aber jetzt in der neuen Version, wenn er so schön kantig ist, hier vorne auch nochmal so ein bisschen abgewinkelt, sehr aerodynamisch, gefällt er mir ganz gut. Neue Modelle, brandneu 2023er A75 SL, 76.752 Euro, wie er hier steht, Grundpreis 68.399 Euro und das Ganze natürlich aus GFK. Das ist richtig schön. Ja, wir sind bei Glück Freizeitfahrzeuge in Sulzemoos. Danke fürs Einschalten. Abonniert German Television. Drückt auf die Abo-Taste, denn nur so können wir diese tollen Produktvideos produzieren. Und ja, euch kostet es nichts. Für mich ist das eine Riesensache, wenn ihr mich abonniert. Ich freue mich wirklich wahnsinnig drüber. Tschüss.